Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Klartext mit Katja Pehle. Diese Reihe ist angelegt, um Ihnen zu Hause vor dem Bildschirm die Kandidierenden für die Landtagswahl am 6. Juni vorzustellen und Ihnen zu zeigen, welches reiche Angebot von Themen und Menschen die SPD für die Landtagswahl ins Rennen schickt. Deshalb freue ich mich heute, hier zum Gespräch Robert Hartmann begrüßen zu können, der in Dessau-Roßlau antritt. Wie kann das anders sein, wenn man in Dessau-Roßlau antritt? Man hat einen beruflichen Hintergrund, der sehr viel mit Kultur zu tun hat. Robert ist Restaurator und ist auch im Bereich Dessau-Wörlitz der Kulturstiftung unterwegs beruflich. Und bei der SPD sogar unser Vorsitzender für den Fachausschuss Kultur. Ich glaube, Robert, dieses Thema liegt dir unglaublich am Herzen. Wen hast du uns denn für das heutige Gespräch dazu mitgebracht? Ja, Katja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir dieses Gespräch heute hier so in dieser Runde führen können. Und die Möglichkeit besteht auch gerade über das Thema Kultur zu reden. Mitgebracht habe ich Dr. Robert Dreck. Er ist mir in Dessau, ich darf mal sagen, allgegenwärtig auf den Spuren. Wir begegnen uns an vielen Orten, da wo eigentlich Kultur sich findet. Egal, ob das im Anhaltischen Theater ist, ob das bei Ausstellungseröffnungen ist, ob das im soziokulturellen Bereich ist, ob das im Kreis ist, sind wir uns auch schon begegnet. Wir haben ja auch schon mal in einer Runde mal getanzt, irgendwo kann ich mich dunkel erinnern. Also Robert Dreck ist jemand, der im Kulturbereich zu Hause ist, der die Szene in dieser Stadt kennt und der sehr komplex auch mit diesen Dingen umgeht und dafür auch Verständnis hat. Und aus dem Grunde, denke ich, ist er ein guter Gesprächspartner heute, um gerade diese Komplexität auch des Kulturlebens umfassend mit beschreiben zu können. Und das sollte heute mit unser Anlass sein des Zusammenkommens. Hallo, Herr Dr. Reck. Robert Hartmann hat sich gerade schon vorgestellt, als wenn man mit Kultur und Kunst zu tun hat in Dessau-Roßlau, dann trifft man sie überall. Was ist denn das Besondere und auch die Komplexität von Kunst und Kultur in Dessau und Dessau-Wörlitz in diesem großen Bereich, der ja sogar an Teilen UNESCO-Weltkulturerbe ist? Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Vielen Dank für die Frage. Die Besonderheit ist die Dichte an Kultur, die die Stadt Dessau-Roßlau und die Umgebung, der oberzentrale Bereich aufweist, der sich natürlich aus der großartigen und langen Stadtgeschichte auch ableitet. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich wurde schon genannt, dass er sich über einen großen regionalen Bereich erstreckt, von Dessau bis nach Wörlitz, mit Landschaftsparks, mit Schlössern und auch über mehrere Städte und Gemeinden sich erstreckt. Dann natürlich das reiche Bauhauserbe, das die Stadt hat, mit der Ikone, mit dem Bauhaus, aber auch den Meisterhäusern, mit architektonischen Zeugnissen. Hinzu kommt dann natürlich auch die Zeugnisse der Technikgeschichte, der Industriegeschichte. Hugo Junkers ist ja ein deutschlandweiter, auch internationaler Begriff. Auch hier gibt es ein sehr schönes Museum in unserer Stadt. Dann natürlich auch der ganz andere Bereich, die städtischen Museen, Naturkunde, Stadtgeschichte, die Historie erzählen, ergänzt um unser schönes anhaltisches Theater, das als Mehrspartenhaus natürlich nicht nur in der Stadt viel Freude und Kultur vermittelt, sondern auch in der Umgebung für das Umland. Dann natürlich auch die vielen Angebote im soziokulturellen Bereich, die unsere Stadt prägen, bis hin zur freien Szene. Also ein sehr großer Strauß an Kultur und der sowohl die besondere Freude und auch die besondere Prägung unserer Stadt ausmacht. Ich könnte jetzt noch ganz viele weitere Beispiele nennen, aber es gibt so einen gewissen Eindruck, wieso ich sage, Dessau ist die Kulturhauptstadt Sachsen-Anhalts. Robert, wir reden ja auch mit Blick auf die Landtagswahl miteinander, um auch zu sagen, was wollen wir uns denn als SPD vornehmen? Ich habe jetzt gerade gehört, und weiß es natürlich auch, wir haben uns ja erst diese Woche auch vor dem Bauhausmuseum in Dessau getroffen, was für ein reicher Schatz da tatsächlich in Dessau an vielen, vielen Stellen vorhanden ist, wenn es um Kunst und Kultur geht. Aber was glaubst du, muss jetzt auch Politik im Land, gerade auch nach Corona, für Kunst und Kultur tun?
Sinnbild, Kultur und Kunst ist eine Art Lebensmittel. Wir brauchen das. Und gerade insbesondere in dieser Zeit, wo wir durch Corona bedingt viele Veranstaltungen haben, unterbrechen müssen, damals im Frühjahr 2020. Das Kurt-Weill-Fest lief in Dessau und musste damit in den letzten Veranstaltungen abgesagt werden. Und ja, seitdem ist eigentlich auf diesem Sektor sehr wenig passiert und vieles musste sich auf kleinste Möglichkeiten zurückziehen. Und das muss sich jetzt wieder öffnen. Also hier muss jetzt ganz gezielt auch gearbeitet werden, dass der jetzt arg gebeutelte Bereich, auch der Schaffenden in diesem Sektor, dass die wieder in Amt und Würden kommen, dass hier wieder auch Möglichkeiten des Auftritts sind, dass auch das Geldverdienst wieder stattfindet und hier muss wieder das Leben seinen Einzug halten. Und ich glaube, das ist jetzt eines der wesentlichsten Elemente, mit die die Landespolitik auch mit zu begleiten hat, dass wir da jetzt ab diesem Sommer wieder in ein reichhaltiges Kulturleben starten mit vielen Veranstaltungen, mit vielen Aufführungen und natürlich auch perspektivisch denken in den nächsten Haushaltsplänen, wie sich das festigt auch, ne? Dass wir praktisch die Grundlage schaffen, auch für die nächsten Jahre, dass dieses Kulturleben in dieser Form und noch verbessert möglich sein kann. Vielleicht können wir noch auf dieses oder jenes Einzelprojekt zu sprechen kommen, aber so im Allgemeinen muss das auch langfristig angesagt sein. Das kann nicht nur eine Sache sein, die man spontan aus dem Moment heraus entscheidet, sondern Kultur bedarf auch einer gewissen Entwicklung, die sich über einen längeren Zeitraum auch versuchen muss, zu stabilisieren, zu festigen und denjenigen ein Werkzeug in die Hand zu geben, um auch zu planen, langfristig auch zu planen. Absolut richtig. Deswegen haben wir ja auch in unserem Wahlprogramm vorgeschlagen, wir über Kommunalfinanzen reden. Wir wissen, das Geld in unseren Kommunen ist immer knapp. Aber wenn man dann als Kommune tatsächlich auch noch Kulturort ist und da an vielen Stellen ja auch kommunales Geld für den Erhalt und das Angebot von kulturellen Einrichtungen mit beisteuert, finden wir, muss das auch bei den Kommunalfinanzen berücksichtigt werden. Und wir wollen einen Sockelbetrag für diesen Bereich haben. Herr Dr. Reck, ist das auch diese Finanzierungsfrage in Dessau ein Thema? Ja, ganz gewiss ist das auch in Dessau ein Thema. Der Reichtum an Kultur ist natürlich auch eine Verantwortung, die die Stadt damit hat. Wenn ich jetzt an ganz konkret denke, das UNESCO-Weltkulturerbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich, das uns natürlich als in der Stadt auch umtreibt, muss auch finanziell auf solide Füße gestellt werden. Und wenn die Stadt Dessau die Landschaftspflege, auch den Betrieb der Anhaltischen Gemäldegalerie, die Pflege der Kunst- und Kulturgüter als Aufgabe hat, dann ist das schon eine enorme Herausforderung, um ein Beispiel zu nennen. Auch was die Theaterfinanzierung betrifft. Es lohnt sich, sich für diese Dinge auch stark zu machen. Und wenn diese Grundfinanzierung, wir haben auch in Dessau den großen Segen, auch auf anderen Gebieten Geschichte erzählen zu können. Ich komme dann auf das Thema Museum. Hier wirklich auch mit Landesunterstützung eine solide finanzielle Basis zu haben, das halt erachte ich als ganz, ganz wichtig, um auch dem Erbe gerecht werden zu können, das damit verbunden ist und auch das ganze Potenzial, wenn man an den Bereich Bildung oder auch wirtschaftlicher Seite an den Bereich Tourismus denkt, auch ausschöpfen zu können, die denkmalpflegerischen Ansprüche erfüllen zu können, die Vermittlungsansprüche erfüllen zu können. Da braucht es dann wirklich die Unterstützung des Landes für solche nationalen, wenn nicht sogar international bedeutsamen Aufgaben. Robert, gibt's vielleicht sogar auch Baustellen, wo du sagst, hier müssten wir eigentlich auch nochmal ganz doll in Kultur, in ein Angebot von Kultur investieren in Dessau? Gibt es Sachen, wo du sagst, Mensch, da haben wir noch was, das haben wir gar nicht richtig in den Blick genommen oder müssen es weiterentwickeln? Also ich denke, dass die Kommune, in dem Falle jetzt die Stadt Dessau-Roßlau, ein sehr umfängliches Kulturleben hat. Das hat was mit Geschichte zu tun, das hat was mit, Dessau war ja ehemals Residenzstadt gewesen und hat nun in dieser Zeit viel aufgebaut, die dann eben in der Zeit der Weimarer Republik, wo Dessau dann die Hauptstadt des Freistaats Anhalt gewesen ist, dann mittransportiert hat
Und wir haben dann das über die, die derzeit dann bis in die Gegenwart hinein als kulturellen Bereich weiterentwickelt und viel eben mitgenommen. Und ich denke, die Stadt selber ist gut aufgestellt mit den Dingen, die sie hat. Und sie würde gerne vieles auch weiterentwickeln wollen, stabilisieren. Dr. Dreck hatte schon gerade das Thema auch der Museen angesprochen, dass da eben viel auch an Stagnation stattgefunden hat, was man jetzt wieder weiterentwickeln muss. Die Stadt tritt da gern als Träger auf und würde das auch konzeptionell fortführen. Aber hier bedarf es eben eines Miteinanders. Und hier, da kommt dann das Land für mich ins Spiel, muss dabei mit unterstützend wirken, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen für diese Projekte zu schaffen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass im Bereich der städtischen Museen auch, wir haben die Verantwortung über die Sammlung, das ist unstrittig. Museen bedarfen auch einer wissenschaftlichen Betätigung, auch das, denke ich, ist unstrittig. Aber eine Kommune kann aus meiner Sicht nicht alleine derjenige sein, der die wissenschaftliche Aufgabe formuliert. Na, also hier kann ich mir sehr gut vorstellen, ein Miteinander mit dem Land, was dann sagt, also wir schaffen ein landespolitisches oder dem Fall wissenschaftliches Agieren, wo wir sagen, das sind die Schwerpunktaufgaben, wo sich naturkundliche Dinge zu entwickeln und zu erforschen sind. Und die Stadt in ihren Räumlichkeiten als Träger schafft die Bedingungen vor Ort dafür. Aber eben die Personalie, also sprich das Miteinander der wissenschaftlichen Betätigung, da sollte das Land stärker auch mit einsteigen und das als Landesaufgabe sehen, ne, diese naturwissenschaftlichen Leistungen zu erbringen. Es wäre nur ein Baustein und wie Herr Dr. Reck schon sagte, auch dieses Thema mit dem Bereich des Gartenreiches, ja, also alles das, was Welterbe ist. Na, auch da kann die Stadt entlastet werden durch nationale und landespolitische Geschehnisse, um dann nachher eben sich stärker auf Dinge zu fokussieren, die die Kommune eben zu leisten hat. Also dieses Entlasten an dieser Stelle, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, wo wir miteinander Kommune und Land in enges Verhältnis treten müssen. Gesprochen hast zur wissenschaftlichen Begleitung, kann ich mir auch gut vorstellen. Wir haben ja zwei tolle Universitäten und ganz viele tolle Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wo man tatsächlich vielleicht einfach auch erstmal Gespräche führen muss, was geht und wie kann man zum Beispiel auch über Projekte bestimmte Dinge wissenschaftlich auch begleiten. Und seit neuestem oder noch nicht so lange her gibt es ja auch wieder einen Lehrstuhl für Landesgeschichte, auch ein wichtiger Aspekt. Denn Sachsen-Anhalt insgesamt ist ein sehr geschichtsträchtiges Bundesland. Und ich fände es schön, wenn wir damit mit diesem Erbe auch wirklich verantwortungsvoll umgehen. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Bürgerfragen, habt ihr eingesammelt oder du, Robert, zum Thema Kultur in Dessau. Da würden wir jetzt mal reinhören und will gleich sagen, wenn Sie zuschauen und haben eine Frage, dann im Chat einfach schreiben und wir versuchen, das hier in unser Gespräch gut einzubinden. So. Das erste. Nimm einfach eins. Hallo, guten Tag. Ich bin Ulrichiger Marquardt, Fagottist in der Anhaltischen Philharmonie, Orchestervorstand und Mitglied des Personalrats. Das Anhaltische Theater stand vor einigen Jahren vor gravierenden Einsparungen, bis hin zur geplanten Schließung von einzelnen Sparten. Das Schlimmste konnte zwar abgewendet werden, aber wie kann das Theater künftig auskömmlich finanziert werden? Wichtige Frage. Wie machen wir das mit der Finanzierung? Robert, hast du eine Idee? Also es war ja bisher so gewesen, dass es Theaterverträge gibt, die zwischen der Kommune und dem Land diesbezüglich getroffen worden sind. Und vor einigen Jahren, das was Herr Jäger-Marquardt anspricht, war der Zustand, dass eben hier Einsparungen gefordert waren und man an dem Finanzbereich des Theaters eben an den Stellschrauben drehte und meinte, wir könnten deshalb sogar ganz auf die Sparten Schauspiel, Puppentheater und so weiter verzichten und machen reines Musiktheater. Das geht aber einfach nicht, weil Dessau hat einfach diese sehr lange Tradition, ein Vier-Sparten-Haus zu sein. Und
wie schon erwähnt, ist die Kommune nicht in der Lage, dieses riesengroße Haus mit seinem nach außen strahlen. Das geht ja wirklich praktisch bis vor die Tore von Berlin und hat ja auch deutschlandweit mit Gastspielen, wo sie unterwegs sind, Resonanzen. Das heißt also, wir brauchen eigentlich eine gute, auskömmliche Struktur zwischen Land und Kommune, dieses Theater zu tragen. Wir sind als Kommune gerne bereit, sicherlich das als Träger auch in Erscheinung zu treten. Aber wir brauchen dabei ganz massiv die Unterstützung. Und hier an dieser Stelle heißt es insbesondere, Theaterverträge zu machen, die über Zeiträume planbar sind, wo sich die Theaterleitung mit all ihren Vorbereitungen auf Spielpläne langfristig verbindlich darauf einrichten kann, wo sie auch mit Partnern Verträge machen können. Also alles das bedarf einer wirklichen Kontinuität. Und ich denke mir, gerade Theater hat so viele Aufgaben, wo es nicht bloß um Unterhaltung an sich geht, sondern wo es wirklich um Bildung geht, wo es um weitertragende Meinungsbilder auch in die Gesellschaft hineingeht, wo es auch um Kulturpflege im Sinne von Tradition, andererseits aber auch um was Neuzeitliches zu schaffen, als zeitgenössische Theaterwelt hier mit einzubringen. Also alles das spielt miteinander zusammen und das bedarf eigentlich einer landesweiten Unterstützung. Und ich denke, ich habe das auch aus dem Wahlprogramm der SPD entnommen, dass war ich auch selbst mit dran beteiligt gewesen, dass wir diesen Part dort auch mit eingeschrieben haben und wollen dann auch in der künftigen Landespolitik das zum festen Ziel machen, dass diese Festschreibungen der Theaterverträge in ihrer Auskömmlichkeit auch definiert sind. Herr Dr. Reck, wenn wir über Finanzierung des Landes reden, wir haben ja jetzt 5-jährige Theaterverträge, das ist ja schon ein Zeitraum, in dem man vielleicht noch nicht ausreichend, aber in dem man planen kann. Aber was glauben Sie, wäre es auch gut, zum Beispiel vom Land bestimmte Sachen auch von den Theatern in Anführungsstrichen zu fordern, wie zum Beispiel gerade auch eine intensive Kinder- und Jugendarbeit, um Kinder- und Jugendteilhabe an Kultur auch zu ermöglichen? Was macht da das Anhaltische Theater und wie könnten wir das vielleicht noch vom Land stärker unterstützen? Ja, dass Kinder- und Jugendarbeit, die Heranführung an hochkulturelle Theaterangebote achte ich für wichtig und zwar für alle jungen Menschen, damit zum einen natürlich eine umfangreiche kulturelle Bildung erfolgt, aber zum anderen eben auch das Heranführen, das Barriereüberwinden dieser sehr schönen Angebote auch in Anspruch zu nehmen, erreicht wird. Und dafür ist Kinder- und Jugendarbeit, die das Land meiner Ansicht nach in jedem Fall fördern sollte, auch wichtig und geboten. Das Anhaltische Theater hat ja mit seinem theaterpädagogischen Dienst auch schon an dieser Stelle oder wirkt ja an dieser Stelle auch schon, geht in die Schulen jetzt auch im Rahmen der Möglichkeiten mit Klassen, also Theaterstücken in den Schulen, sowohl in Dessau-Roßlau als auch im Umland, das auch auf jeden Fall zu ermöglichen, erachte ich für sehr wichtig. Daher sage ich auch, das Theater muss in voller Breite blühen können, weil die kulturelle Bildung natürlich spartenübergreifend erfolgt und eben bei Kinder und Jugendlichen, aber auch in allen Generationen das möglich wird. Und ich selber würde auch sagen, dass es da ja wichtig ist, dass die Theater, sowohl das Anhaltische Theater, aber als auch andere Theater in unserem Land, möglichst lange Planungshorizonte haben. 5 Jahre sind ein Zeitraum, mit dem man arbeiten kann. Sicherlich würden sich die Häuser über noch längere Verbindlichkeiten auch freuen. Und die Grundfinanzierung, die Säule. Ich möchte aber vielleicht an der Stelle auch noch auf Chancen aufmerksam machen, was die Möglichkeiten des Anhaltischen Theaters betrifft, auch noch stärker an anderen Stellen zu wirken. Das Theater ist leider nicht Vollzeit beschäftigt. Und da gibt es eine Reserve von 10%. Wenn man über kulturelle Bildung im oberzentralen Bereich nachdenkt, also auch in den umliegenden Landkreisen, besteht hier eine große Chance, Angebote auch noch unterbreiten zu können, zusätzliche Angebote unterbreiten zu können, wenn es gelingt, wofür ich klar sein würde, die Vollbeschäftigung am Theater wieder zu erreichen. Wenn ich an
die umliegenden Städte wie Bitterfeld beispielsweise denke, dort könnte das Theater dann auch noch viel stärker mitwirken, wenn man die Chancen hier vor Ort und die Stärken hier vor Ort dann auch so fördert, dass sie ausgelebt werden können. Ja, das vielleicht an der Stelle. Und ich glaube, es wäre tatsächlich gut, an der Stelle genau hinzuschauen, um tatsächlich Teilhabe zu ermöglichen und da mal zu schauen, wie kann man da tatsächlich nochmal bei der Finanzierung etwas positiv verändern. Robert, wenn wir über Teilhabe an Kultur reden, wie sieht's denn aus deiner Erfahrung heraus, haben alle Menschen den gleichen Zugang zu Kultur, beziehungsweise wenn nicht, wo müssen wir helfen, damit Teilhabe möglich wird? Das ist eine ganz wesentliche Frage und auch ein ganz wesentliches Thema. Denn wenn sich alles das, was sich über die Geschichte aufgebaut hat, auch gehalten werden soll, ob das nun das Theater ist, ob das die Museen sind, so muss diese Teilhabe schon im frühen Kindesalter anfangen, um die Personen ranzuführen an diese Themen. Und neben all den erwähnten Einrichtungen gehört dazu eben auch die jeweilige pädagogische Arbeit. Es gibt Museumspädagogik, es gibt die Theaterpädagogik. Das sind diese, wie auch der Dirk schon gesagt hat, also die schon in die Schulen hineingehen und mit Lehrern und Schulklassen zusammen dort eine Methodik aufbauen, die Kinder, die heranwachsende Generation an diese Informationen, an diese Themenfelder heranzuführen. Wer das in seiner Kindheit und Jugend versäumt hat, wird nachher als Erwachsener schwer den Zugang dazu finden. Also das ist schon ganz, ganz wichtig, eben diese Teilhabe schon so früh wie möglich zu starten. Und deswegen sind auch solche Diskussionen, die es in Sachsen-Anhalt weniger, aber in anderen Bundesländern auch schon gegeben hat, in den Schulen diese musischen Fächer abzuschaffen. Na, wo man sagt, wozu brauchen wir denn Kunsterziehung, wozu brauchen wir den Musikunterricht? Das sind doch alles Dinge, die kann man sich doch nebenbei irgendwo mit an Informationen herbeiholen. Da muss man noch nicht zwingend in der Schule sitzen. Nein, das ist grundverkehrt. Also das gehört ganz wesentlich mit auch in meinem Verständnis von Teilhabe, wo man eben von Anfang an jede soziale Schicht, die es in unserer Gesellschaft gibt, mitnimmt und sie praktisch ins Erwachsenensein begleitet, um sie dann nachher in ihrer eigenen Vielfalt und in ihrer eigenen Denkrichtung dann auch im Kulturbereich leben zu lassen. Aber diese Basis, die muss geschaffen werden. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt der Teilhabe. Und was dazu zählt, ist, dass Kultur natürlich Theater, Museen sind, aber wir haben am Anfang ja kurz gehört, auch Soziokultur und auch andere Kulturbereiche ganz, ganz wichtig sind und um die wir uns auch kümmern müssen. Und ich glaube, dazu gibt es auch noch ein zweites Video, oder? Ich bin Angelika Spindler aus Dessau und habe folgende Frage. Zeitgenössische Kunst kommt in unserer Stadt nicht so gut zur Geltung, wie es ihr gebührt. Wie kann diese an verlässlich geeigneten Ausstellungsorten präsentiert und gefördert werden? Vielen Dank. Die Frage gebe ich einfach weiter an die beiden Dessauer. Ja. Ich habe das ja mit Angelika Spindler besprochen. Wir haben ja zusammen dieses Gespräch geführt, worauf die Aufnahme auch entstanden ist. Sie ist, kann mich leider nicht ganz so akustisch in diesem Video rüber, technischer Art gesehen. Sie hat das auch sehr schön formuliert. Es ist der Hintergrund, wir haben ja den Verein Brauart, der sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt. Und wir haben auch den Kunstverein in Dessau, der sich auch mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt. Diese Werke oder diese Thematik wird aber nicht in dieser Form präsentiert, wie wir uns das eigentlich wünschen sollten. Also deshalb hat, wie gesagt, durch seine Museen, die sie besitzt, diese Historie abgebildet. Sie hat die alte Kunst, auch in der bildenden Kunst. Sie hat die Moderne durch das Bauhaus vertreten. Aber das Zeitgenössische. Und das Zeitgenössische ist ein ganz wichtiges Spiegelbild, wie eben unsere Gesellschaft heute mit Kunst umgeht. Und Kunst ist ja auch so ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft. Und aus dem Grunde muss moderne, aus dieser zeitgenössische Kunst gefördert werden und auch erlebbar sein. Und dieses Ansinnen, wo kann man in Dessau-Oslau zeitgenössische Kunst stärker präsentieren, nicht nur in Momenten, wie die Brauart das einmal im Jahr tut, für ein Zeitfenster von einer Woche, 14 Tagen, und der Kunstverein sich bemüht, mit seinen Möglichkeiten, die er hat,
das an verschiedenen Ausstellungen im Jahr verteilt durchzuführen. Wir müssen es hinbekommen, zeitgenössische Kunst wirklich erlebbar im Stadtraum zu etablieren. Und da sollten wir schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Auch das ist eine Anstrengung, die zu erbringen ist. Und ja, da müssen wir ganz intensiv arbeiten. Und so ein Gedanke meinerseits wäre eben auch solche Möglichkeiten zu nutzen, gerade wenn jetzt in dem Geschäftsbereich, also im Einzelhandel Dinge wegbrechen, wo eben Einzelhandel sich ins digitale Netz verlagert hat, ob man diese Räumlichkeiten irgendwie aufgreifen kann, um zu sagen, also an dieser Stelle schaffen wir Platz für so etwas, ne, wo eben zeitgenössische Kunst in der Stadt erlebbar ist, wo auch für Passanten und für Laufkundschaft eigentlich was zu erleben ist. Nicht nur, wenn man gezielt weiß, da ist irgendwas und man fährt dann irgendwo an eine bestimmte Stelle, sondern eben es ist einfach präsent und daran sollten wir arbeiten. Herr Dr. Reck, wie sieht es denn aus mit solchem Platz für zeitgenössische Kunst in Dessau? Ist das eine Idee? Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Der Platz ist auch da, würde ich sagen. Und ich sehe auch einmal die Notwendigkeit, dieser Form von Kunst Räume zu geben, sichtbare Räume zu geben. Und da sind natürlich gute Orte wie die Innenstadt prädestiniert für. Und das vielleicht auch noch ergänzt um Orte für andere, kleinere Künstler, künstlerische Angebote, die ja eine Stadt auch sehr bereichern können. Also neben den institutionellen, großen institutionellen Aufgaben, eben diese vielen zeitgenössischen Themen, diesen Raum und Platz zu geben, sehe ich auch als notwendig, aber eben doch als große Chance. Wenn wir heute auch über Innenstädte sprechen, wie sind Innenstädte sich zukünftig entwickeln und darstellen und lebendig bleiben, da sind Künstlerinnen und Künstler vor Ort, können da einen ganz großen Beitrag zu leisten. Und das sollte auch in Dessau-Roßlau unbedingt möglich sein. Ich glaube, an der Stelle kann man sagen, also wenn Robert Hartmann in den Landtag kommt, glaube ich, wird das zwar nicht eine Sache sein, die man jetzt eins zu eins auf Landesebene durchsetzen kann. Das ist ja eher die Entscheidung der Stadt. Aber ich glaube, Robert, das wäre auch so ein Anliegen von dir, dich da auch vor Ort tatsächlich dafür einzusetzen. Und ich finde es gut, tatsächlich so Kultur im Vorübergehen damit auch zu unterstützen. Robert, was ist denn noch ein großer Bereich von Kultur, den man vielleicht gar nicht so richtig im Blick hat, wo du sagst, ach, da müssen wir genau hingucken, weil Kultur ja tatsächlich sehr, sehr vielfältig ist? Ja, also neben all dieser Hochkultur, die wir ja schon zum Teil angeschnitten haben, gibt es natürlich auch dieses große Umfeld der Soziokultur, also da, wo sich Vereine etablieren, da, wo sich Gruppen finden, die für sich versuchen, ein Leben zu schaffen mit Musik, mit eigenen Produktionen im Theaterbereich, was auch immer. Also da ist ganz viel. Es gibt ja auch ein Vereinsdasein, die sich mit Museen, diese Fördervereine, die es gibt, es gibt Musikunterrichte, es gibt ganz viel eigentlich an Sachen, die oft gar nicht so im Fokus stehen, aber mit ganz viel ehrenamtlichen Engagement laufen. Und auch die sind praktisch Träger dieser allgemeinen, Kultur ist ja ein sehr komplexes Dasein, ein sehr komplexes Umfeld. Und sie sind da Bausteine davon. Und sie geben auch eine Vielfalt wieder. Und diese Kultur- und Kunstszene lebt ja gerade durch Vielfalt. Und das ist ja das Besondere, das Schöne daran, dass sich ganz viel ergänzt und ganz viel gegenseitig stimuliert auch und so. Und das bedarf eben auch einer Beobachtung und einer Förderung und bedarf auch einer möglichen Räumlichkeit, wo sich das abspielen kann. Und solche kulturelle Zentren sollten auch in jeder Stadt eigentlich vorgehalten werden. Und es muss der Spielraum da sein, das auch auskömmlich zu gestalten, dass man eben diese Räumlichkeiten schafft. Für die Inhalte ist der Verein zuständig, aber für die Räumlichkeiten, für das Gepräge ringsrum, da bedarf es eben auch einer kommunalen, letztendlich auch einer landespolitischen Ausrichtung, zu sagen, wir wollen das. Und aus dem Grunde würde ich mich auch dafür in so einer Funktion einsetzen, dass das eben wirklich als Programm in unserem Bundesland mit angesehen wird, für soziokulturelle Einrichtungen eben zu streiten und dafür die Voraussetzungen zu schaffen.
Herr Dr. Reck, Soziokultur in Dessau, wo glauben Sie, kann tatsächlich das Land oder wo muss das Land an der Stelle auch ein bisschen unterstützen, wenngleich natürlich Landesgeld nicht die einzige Antwort sein kann, aber was können wir vielleicht auch im Denken über Kultur verändern, damit wir die Soziokultur stärker in den Blick nehmen können? Also ich denke, bezogen auf die Stadt Dessau-Roßlau würde der Stadt selber Spielraum entstehen, wenn wirklich eine Entlastung auf Ebene der Welterbe stattfinden würde. Also dann entstehen auch Spielräume, dass man als Kommune solche Aufgaben noch stärker fördern kann. Bei uns gibt es ja auch gerade ein sehr schönes Beispiel, wenn ich an das Leipziger Tor, das ist ein Bereich in Dessau, wo gerade die Stadt ein Gebäude angekauft hat, mit dem Ziel, dort bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, ein Kulturzentrum in einem Quartier zu entwickeln. Das wird dann auch nicht ohne Investitionsmittel gehen, wo sich das Land einbringen kann. Das sind dann einmalig etwas unterstützen und dann den Betrieb wird dann bürgerschaftlich organisiert. Ich denke, das kann das Land tun. Und ja, in diesem Zusammenspiel bei großen Aufgaben Entlastung zu geben und bei kleinen Aufgaben Handlungsspielräume in den Kommunen. Denn der Vorteil, wenn die Kommune ist, kennt die Rahmenbedingungen vor Ort ja doch sehr gut und kann dann auch zielgerichtet unterstützen, was vielleicht manchmal aus der Distanz, gerade bei solchen bürgerschaftlich getragenen Initiativen, vielleicht anders vielleicht nicht so möglich ist, wie eine Kommune das kann. Also daher würde ich dafür plädieren, den Kommunen Spielräume zu geben durch Entlastung im Großen. Nennen wir es mal so. Und wir haben sehr schöne Beispiele in Dessau-Roßlau, wenn ich an die Ölmühle denke oder auch das soziokulturelle Zentrum Krötenhof, wo wirklich schöne Impulse ausgehen, auch Nachbarschaftstreffpunkte. Und das ist auch wichtig, weil diese Anlaufpunkte in Quartieren ja dann auch Quartiere beleben und das Leben dort auch erfreuen und bereichern. Deswegen finde ich solche soziokulturellen Angebote auch sehr schön. Im Übrigen auch im Jugendkulturbereich gibt es ja auch schöne Ansätze, die man machen kann, um der Jugend Orte zu schaffen, so wie sie sich wünschen und die nicht immer ganz so den Vorstellungen der Erwachsenen entsprechen. Ich glaube, da können dann Kommune und Land gemeinsam auch Akzente setzen. Ja. Und mit diesen Beispielen schließt sich ja wieder der Kreis auch zur Teilhabe. Tatsächlich das auch zu ermöglichen, auch durch bürgerschaftliches Engagement etwas zu gestalten, vor Ort voranzutreiben, bis hin zum Bürgertreff. Und ich glaube, an einer anderen Stelle müssen wir auch viel stärker das bürgerschaftliche Engagement in Sachsen-Anhalt, in Dessau, Roßlau würdigen und wertschätzen, weil wir wissen, dass es ohne die vielen Engagierten viel, viel ärmer an vielen Stellen aussehen würde und wir das, was wir so als Gesellschaft, als Zusammenhalt empfinden, vielleicht deutlich geringer wäre. Wir haben noch ein drittes Thema bei Kultur, auf das vielleicht beim Thema Kultur nicht jeder kommen würde. Wir haben noch mal ein drittes Video. Wir haben einen wunderschönen Tierpark in unserer Stadt. Der ist Magnet für viele Familien, aber auch Menschen, die einfach nur Ruhe und Erholung suchen. Vieles dort ist allerdings veraltet und bedarf dringend einer Modernisierung. Was kann man da machen? Wie kann man das angehen? So, Ideen aus Dessau-Roßlau sind gefragt. Was macht man mit dem Tierpark? Ja, also das habe ich ja nun auch aus der Stadtratsarbeit mit auf den Weg genommen. Es gibt dort einen sehr engagierten jungen Leiter dieser Einrichtung, der sich mit dem Tierparkkonzept beschäftigt, also die inhaltliche Arbeit dort vorangetrieben hat. Aber das Ganze ist nicht alleine ausschlaggebend. Das ist zwar wichtig für die inhaltliche Ausrichtung des Tierparks an sich, aber es funktioniert nur dann, wenn auch die Bedingungen ringsherum, also die Infrastruktur dazu passt. Und dieser Tierpark liegt in einem Ensemble dicht am Welterbezentrum, am
unter UNESCO-Welterbe stehenden Georgium. Und das heißt also, diese komplexe Situation, die dort vorherrscht, muss eben bedacht sein. Und deswegen bedarf es einer ziemlich tiefgründigen Betrachtung dieses Areals. Und da gibt es gute Ansätze, zu schauen, wie man diese Landschaft dort entsprechend formen kann, auch die Strukturen dort in diesem Tierpark formen kann. Und das ist ebenfalls eine Investition, die über einen Zeitraum zu verstehen sein muss, der doch über viele Jahre geht. Und auch hier ist wiederum nur über Fördermittel denkbar, dort diese Strukturen umzusetzen. Und auch hier bedarf es auch einer Zusammenarbeit zwischen Land und Kommune. Das heißt, also die Fördermittelanträge werden über das Land zu transportieren sein, wohin auch immer diese Fördermittel dann aus den Köpfen die Fördermittel kommen. Also es bedarf einer Unterstützung. Und hier muss ganz gezielt eben die Zusammenarbeit erfolgen. Das hat einerseits für den Tierpark einen großen Vorteil, die Situation dort neu zu konzipieren, aber eben auch letztendlich städtebaulich gesehen, denn es gibt dort so Brachen und Anbindungen an Umgebungen, die man da einfach mit bedenken muss. Also das heißt, das ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung und sehr spannende und sehr schöne Sache. Mittendrin das große Mausoleum, welches zwar jetzt nicht unmittelbar dem Tierpark zur Funktion dazugehört, aber eben einfach ein Ensemble ist, was mitten im Tierpark steht und somit auch einer gewissen Aufmerksamkeit bedarf. Und diese Achse Georgium, Mausoleum, Tierpark und Umfeld ist doch ein sehr wichtiges Betrachten. Und ich bin dem Daniel Kutsche dankbar, dass er diese Frage gestellt hat. Das gehört wirklich mit in diese Betrachtung hinein. Aber vielleicht hat Robert Reck auch noch mal ein paar Ausführungen dazu. Er kennt ja auch diese Situation und vielleicht kann er auch noch was dazu sagen. Ja, vielen Dank. Der Tierpark oder wie er bei uns fachkundig heißt, Lehrpark für Tier- und Pflanzenkunde, ist eine wirklich beliebte Freizeit- und Kultureinrichtung, die sehr, sehr gut von allen Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird, sich sowohl was den eigentlichen Tierpark und seine Aufgabenfelder betrifft, aber auch in einer erweiterten Kulturperspektive als Freiluftkulturort sehr, sehr gut entwickelt hat. Der Tierparkleiter hat jetzt sehr gute Ideen entwickelt, wie er den Tierpark auch in den nächsten Jahren als attraktive Einrichtung, gerade für Familien, für die wir ja auch in der Stadt immer attraktive Angebote vorhalten wollen, entwickeln möchte. Ich bin auch der Ansicht, dass das in jedem Fall unterstützt werden muss. Das ist eine große Aufgabe, aber gerade auf dem Gebiet der Freizeitunterhaltung, aber eben auch auf dem anderen Gebiet der Bildung für Nachhaltigkeit eine ganz wichtige Aufgabe, die dort übernommen werden kann, ob das über Tierarten, ob das über Klima- und Umweltschutz, über Pflanzen bis hin zur Ernährung ganz vielfältige Aufgaben, pädagogische Aufgaben auch von der Einrichtung erfüllt werden können und das und zwar relativ niederschwellig und mit relativ wenig Eintrittsbarrieren. Ist das eine sehr, sehr gute Erfolgsgeschichte und ich wünsche natürlich auch, dass die Ziele, die dort formuliert worden sind, auch aus städtebaulicher Sicht, das hat Robert schon angesprochen, erfüllt werden können. Es lohnt auf jeden Fall. Und die Besonderheit des Lehrparks für Tier- und Pflanzenkunde in Dessau-Roßlau ist ja auch, dass er tatsächlich in einem Welterbe liegt oder an einem Welterbe, auch gut erreichbar ist, dadurch auch für viele Menschen zugänglich ist. Er liegt in Bahnnähe. Das ist schon was ganz Wunderbares und muss in jedem Fall unterstützt werden. Ja. Beim Thema muss unterstützt werden, weil wir jetzt fast am Ende unseres Gesprächs sind, komme ich immer zu meiner Lieblingsfrage. Herr Dr. Reck, vor Ihnen sitzt ja quasi Robert Hartmann, der für den Landtag antritt. Wenn er denn Abgeordneter wird, was ich toll fände, was würden Sie sich denn von ihm wünschen? Wo brauchen Sie Unterstützung, die Sie wahrscheinlich bei Robert auch finden? Ja, ich hatte es im Gespräch ja schon angedeutet, die ganz große Unterstützung wäre wirklich, wenn es gelänge, bei der Pflege des Weltkulturerbes wirklich gerade für das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gute und gut finanzierte Strukturen zu realisieren, die
das Welterbe in Gänze. Die Stiftung hat ja die Aufgabe eines Site-Managers und da gehören dann natürlich auch die Aufgaben, die in Dessau-Roßlau anstehen, mit dazu ermöglicht wird. Der zweite wichtige Punkt wäre meiner Ansicht nach, die Theaterfinanzierung wirklich auf verlässliche und Beine zu stellen, auch gleichmäßig die Lasten oder proportional gleichmäßig die Lasten zu verteilen. Der dritte Punkt wäre, wir sprachen heute über die Museen. Wir haben hier große Chancen, wenn es gelänge, wirklich auch Investitionen in dem Bereich zu tätigen. Bei uns schlummert auch noch ein immaterielles Weltkulturerbe, nämlich die Römerbrief-Mitschriften von Luthers, also die Mitschriften zu Luthers Römerbrief-Vorlesung. Hier kann man doch eben gewaltiges, auch touristisches Potenzial heben, wenn die Entwicklung der Museenlandschaft wirklich auch mit Landesunterstützung gelänge. Und der vierte Punkt ist dann eben natürlich das eben genannte Tierpark-Entwicklungskonzept, wenn dort Unterstützung sind. Wenn diese vier Punkte erfüllt werden, dann erhält die Stadt auch automatisch dann mit einem großen Spielraum, auch gerade im soziokulturellen Bereich, im Bereich der freien Szene, über den wir heute gesprochen haben und der auch wichtig ist, wir haben Frau Spindler gesehen, dieses bürgerschaftliche Engagement zu unterstützen. Das wären Wünsche der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dessau-Roßlau. Da bin ich recht zuversichtlich, dass ich die jetzt hier treffend wiedergebe. Robert, das klingt nach viel Arbeit im Landtag, oder? Ja, absolut. Also ich bin in diese Region Dessau gekommen in den 80er Jahren und habe dort eine Situation vorgefunden, die für mich damals nicht erquicklich war. Und wenn ich jetzt die Zeit sehe von 1986 bis ins Jahr 2021, ist dort viel passiert. Und ich weiß, dass viele Menschen an diesem Ziel gearbeitet haben, aus den Dingen dieser damaligen Struktur heraus vieles auch neu zu entwickeln, und das muss fortgesetzt werden. Also, und wie gesagt, mein Dasein als Denkmalpfleger, als Restaurator besteht ja darin, einerseits Dinge zu erhalten, aber auch Dinge fortzuentwickeln, in die neue Zeit zu überbringen. Und somit sehe ich das einfach als eine ursächlichste Aufgabe auch meines eigenständigen Berufes an, zu sagen, egal auf welcher Ebene ich arbeite, es geht um den Fortbestand dessen, was sich entwickelt hat, und eine Fortsetzung auch mit zeitgenössischen Elementen. Das heißt also, das ist ein ganz spannendes Leben aus meiner Sicht, und ich werde das beruflich tun, und wenn es eben landespolitisch so ist, dann werde ich es landespolitisch tun. Und unserer Funktion als Repräsentant des Landtags oder als Mitglied des Landtags kann ich mir das auch dort sehr gut vorstellen, in dieser Richtung zu agieren und zu denken und entsprechend zu handeln. Aus dem Grunde ist das für mich eigentlich eine Fortsetzung dessen, was ich bisher auch schon getan habe. Also es ist einfach eine Kette, eine Linie, die sich entsprechend fortträgt. Und ich sage ganz deutlich, wir könnten deine Fachkompetenz für Kunst und Kultur in der Landtagsfraktion auch sehr gut gebrauchen. Denn Kultur ist das, was uns ja auch zusammenhält, auch in den unterschiedlichen Facetten. Kultureinrichtungen sind immer die Einrichtungen, wo Menschen sich begegnen und das Interesse im Vordergrund steht und nicht die jeweilige Herkunft oder der jeweilige Bildungsabschluss. Deswegen müssen wir Kunst und Kultur fördern, um Begegnung zu schaffen und tatsächlich auch Zusammenhalt in der Gesellschaft über diesen Weg zu unterstützen und zu fördern. Wenn Sie also noch überlegen, wen Sie am 6.6. auf Ihrem Wahlzettel ankreuzen, und Sie sind wahlberechtigt in Dessau-Roßlau, mit Robert Hartmann würden Sie eine wirklich gute Wahl treffen. Ich hoffe sehr, dass Sie Spaß an diesem Gespräch hatten. Wenn es noch nicht gereicht hat, um eine Wahlentscheidung zu treffen, dann können Sie nächste Woche wieder einschalten. Auch da gibt es nochmal zwei Klartextrunden in zwei unterschiedlichen Formaten. Ich sage hier herzlichen Dank für das interessante Gespräch und für den breiten Eindruck über die vielfältige Kultur in Dessau-Roßlau. Ich sage Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und auf bald, und gehen Sie am 6.6. wählen.